Presse selber kommt ja eigentlich aus der Polemik. Aus mit diesen sozialen Medien, die wir haben, Twitter, Instagram, Facebook. Eine sehr aufgeheizte, hasserfüllte, vulgär Polemik mit sehr viel pornografischen und obszönen Komponenten. Stell dir vor, Journalismus wüsste, wie Journalismus entstanden ist. Im gleichen Gespräch bezeichnet Peter Sloterdijk politische Parteien als Klärsystem, als Abwasserklärsystem. Der Link zu diesen 12 Minuten vom GDI, wie immer, unten in der Videobeschreibung bei YouTube. Und um politische Parteien geht es mir jetzt noch. In meinem Zettelkasten-Account SMS2SMS arbeite ich bereits an einem Fazit zur Vorlage No Billag. Okay, bis jetzt habe ich erst 3 Verlierer und eine grandiose Siegerin. 1. Verlierer, professioneller Informationsjournalismus. 2. Der Vertrauensverlust in politische Parteien. Organisieren Sie wirklich die relevanten Fragen? Nein. 3. Das Verschwinden der Medienkritik. Die Rolle der Universität. Uni brennt. Und jetzt aber 4. Die große Gewinnerin, Operation Libero. Die nächste große Mittepartei, Operation Libero, liberal, sozial, ökologisch. Seit Monaten wird daran gearbeitet, dass liberal als libertär verstanden wird. So entsteht Platz für Sozialliberale bei der FDP zu holen, Grünliberale bei der Grünliberalen, Christlich-Soziale bei der CVP und Sozialliberale bei der SP. Wenn man ihre Kampa nicht vom Internet her anschaut, sieht man, dass sie zum Beispiel die Frontseite von Gratiszeitung 20 Minuten gekauft haben. Oder dass sie mit den Gestandenen und Etablierten an gestandenen und etablierten Orten zelebrieren. Aber wenn man sie vom Internet her anschaut, kommt man auf ganz andere Ideen. Aber das diskutieren wir dann direkt mit Silvan Giesler am nächsten Montag. Ich arbeite wieder einmal an einer Timeline, wie sich das Internet entwickelt hat, entlang den Wahlkämpfen in Amerika. Vor 1995 Web 0, dann unter Clinton eben dieser Start mit Web 1.0, wie wir gezählt haben. Okay, also ich bin natürlich in dieser Zeit einfach am Bloggen gewesen mit hardcodeden Pages und noch ohne Google. Kurz nach den Nullerjahren ist dann aber richtig wild geworden. Wikipedia, Firefox, WordPress. Wir haben über Longtail gesprochen. Alles spürte, jetzt geht was los und keiner wusste wohin. Exemplarisch in der Schweiz die freiwilligen Gratiszeitungen. 2005, Bush tritt noch einmal an. Für mich sehr speziell, weil ich mit einem Spot gegen ihn zu Rocket Boom kam. Es war also das Internet schon richtig schnell und Rocket Boom war sich sicher. CNN ist tot, Rocket Boom rockt. Später ist aber dann Obama gekommen. Hey, super smart ist er gewesen. Und mit Google von Anfang an im Rücken. Vor allem war bei ihm begeistert, weil er dieses Riesenproblem, wie man eigentlich Geld verdient im Internet, plötzlich gezeigt hat. Crowdfunding war das Teil. Und beim 12. Wahlkampf kam diese super Beziehung zu Google noch besser zum Tragen. Microtargeting, top, top, top. Microtargeting wurde dann im 17er Wahlkampf bei Trump skandalisiert. Das ist aber überhaupt nicht der Punkt gewesen. Jetzt schlägt die Krise, die ja schon seit 9/11 am Toben war, diese vertrauenslos gegenüber den Massenmedien. Zwar hat Journalismus Twitter längst zum billigen Versenden entdeckt, aber so wie es Trump macht. Also ich glaube nicht, dass es um Twitter geht, sondern es geht darum, dass zuerst das Netz ist und dann alles andere. Die vierte industrielle Revolution setzt sich in 4 Wellen durch. Web 0, 1,
Samstag ist der siebte Tag der Woche. Da sollst du ruhen. Mann, oh Mann, oh Mann. Und derweil ist die Börse am crashen. Das auch noch. Nein, es ist wirklich 12:05, 0 Sekunden.